Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Argando Whatever You Want mit dem Argando Agua 1437i5 Vampiric für 1049,90 € runtergesetzt von 1399,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System ist gerade im Sale auf der Startseite, deswegen dachte ich mir, nehme ich mir das mal vor, mache ein bisschen Preisvergleich und sage euch wie immer die Hardware-Komponenten dabei und was man hätte besser machen können, da ist eine ganze Menge. Klar, es ist nur ein 1050-Euro-System, nur trotzdem kann man da schon andere Komponenten wählen. Hier wurde nämlich sehr viel um eine 3070 herum gebaut. Das gefällt mir nicht so ganz, aber da gehen wir jetzt drauf ein. Zu dem Bild muss man leider sagen, das ist absoluter Fake. Ja klar, das Gehäuse, das stimmt, die Grafikkarte eventuell auch, aber der Rest mit diese vier RAM-Bestückungen, die Wasserkühlung, diese ganzen Lüfter hier oben, der Block von Cooler Master und so, das stimmt alles leider nicht. Finde ich schade, es gab schon bessere Systeme, wo es einigermaßen passte, aber das hier passt absolut nicht. Sprich, wenn ihr dieses System bestellen solltet, kommt es nicht so zu euch nach Hause. Das Gehäuse stimmt, die Grafikkarte vielleicht auch, aber der Rest, nee, absolut nicht. Fangen wir mit dem Gehäuse an. Das ist ein MSI Mac Vampiric 010X. Das ist natürlich ein relativ günstiges Gehäuse, hat jetzt auch an der Seite nur diese Lüftungsschlitze, da bin ich kein Freund von, hat RGB-Beleuchtung, ja okay. Keinen Lüfter in der Front, dafür aber einen im Heck. Ob das ausreicht für den Airflow, ich glaube nicht. Hier ist auch keine Wasserkühlung drin, die da noch irgendwie mitspielen könnte, dass die jetzt von vorne zum Beispiel Luft ansaugt. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube nicht, dass der Airflow so geil ist in dem Case. Ansonsten designtechnisch, ja, muss euch gefallen, nicht mir. Finde ich soweit okay. Die machen auch keine schlechten Gehäuse von MSI, nur ich glaube nicht, dass ihr mit diesem Gehäuse glücklich werdet. Ihr seht auch hier schon auf der Rückseite, ihr habt da nur so ein paar Ösen für ein paar Kabelbinder und so, aber Kabelmanagement technisch ist da echt nicht viel los. Kann euch irgendwo egal sein. Das System kommt ja fertig nach Hause, aber ich persönlich würde es mir so nicht kaufen. Ausreichend wird es schon sein für dieses System, aber mit dem Airflow habe ich so meine Zweifel. Und das kostet 64,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet System Power B9700W. Das hat 3 Jahre Garantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabel Management. Ja gut, dann hat sich das mit dem Kabelmanagement sowieso erledigt, weil dann fliegen die losen Kabel einfach irgendwo im Gehäuse rum. Klar, auf der Rückseite, aber trotzdem ist irgendwo ein bisschen meh. Modulare Netzteile gefallen mir besser. Ist in dem Preisbereich sogar auch schon drin. Das funktioniert, ja. Ich muss aber auch sagen, die System Power Reihe ist irgendwie in meinen Augen nicht für Gaming gedacht. Also da gibt es natürlich die Pure Power und Straight Power und womöglich noch die Dark Power. Klar, kann man in dem Preisbereich überhaupt nicht erwarten. Aber die System Power Dinger, die sind eher so für Büro-PCs meiner Meinung nach. Klar, 700 Watt reichen. Aber ob das über die Dauer so lange hält, ich meine, es hat auch nur 3 Jahre Garantie, ja. Das ist auch ungefähr die Garantie, die Argando angibt, die geben nämlich auch 3 Jahre. Trotzdem würde ich da was anderes nehmen. Und das kostet 63,87 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI H510M-A Pro Intel H510. Meine Güte, ist das ein Rotzboard. Ich meine, klar, wegen dem Sockel, das passt zu dem Prozessor, ja. Aber es ist Micro-ATX, es hat keine gekühlten Spannungswandler, man sieht schon auf dem Bild, designtechnisch ist da sowieso nichts los. Das ist das billigste Billo-Board, was ihr euch irgendwie da reinklatschen könnt. Das ist so richtig für Bürorechner. Und das meinte ich eben damit von wegen, es wird um eine Grafikkarte herumgebaut. Dann fragen euch die Leute, was habt ihr für Sachen drin? Ja, ein 11400F, ja okay, was hast du für eine Grafikkarte? Eine 3070, oh geil, der Rest, scheiße. Naja, wie gesagt, überhaupt keine gekühlten Spannungswandler, das geht auf jeden Fall auf die Lebensdauer von den Dingern. Klar ist es nur ein 11400F, aber trotzdem, ja, schwierig. Nur 2 RAM-Bänke, also erweitern ist da nicht großartig, da müsstet ihr gleich beide Riegel tauschen, wenn ihr da mehr Speicher haben wollt. Hier unten kommt die Grafikkarte rein und ihr habt noch einen Erweiterungsslot. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr den noch nicht mal mehr nutzen, weil eben das irgendwie von dem Kühler der Grafikkarte überdeckt wird. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, P-2, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0. Hier vorne die Grafikanschlüsse werdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht benutzen, könnt ihr mit dem Prozessor auch gar nicht. Ihr habt ja sowieso eine Grafikkarte in dem System. Aber selbst wenn die Grafikkarte abraucht, könntet ihr über die Anschlüsse kein Bild ziehen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das ist wirklich das absolute Billo-Board. Selbst ein Ungeübter, der vielleicht so 2-3 Videos von mir gesehen hat, der weiß, dass das nichts ist. Also, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht mein Fall.
Und das kostet 60,71 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-11400F. Der ist natürlich aus der vorletzten Generation. Jetzt aktuell haben wir die 12000er, hier haben wir die 11000er. Der 11400F ist nicht schlecht. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4-3200 MHz. Wie gesagt, zum Zocken und so reicht der. Kann man in der Preisklasse vielleicht auch irgendwo noch verstehen, ja. Das sind aber irgendwo auch Restbestände. Ich zeige euch da gleich noch was ich damit meine. Ist jetzt nicht die schlechteste Wahl. Wir haben jetzt hier auch die Box-Variante, weil der Box-Kühler eben da drauf ist. Der reicht natürlich für den aus, aber in so einem Case, wo eh nicht so viel Airflow ist, auch sehr schwierig. Und der kostet 148,44 Euro bei BEA Computer, jetzt hier in dem Fall in Österreich, bei Mindfactory in Deutschland 149,25 Euro. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB DDR4 RAM, PC 3000, 2x8 GB. Das kann dann Corsair Vengeance, G-Skill Aegis oder Kingston Fury sein. Wir nehmen natürlich, weil er so beliebt ist, den Aegis nicht. Also der ist jetzt schon im Warenkorb, aber kauft ihn bitte nicht. Ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. 2x8 GB ist okay, 16 GB, ja, in der Preisklasse völlig in Ordnung. 3000 MHz erfüllt nicht mal mehr die Spezifikation des Prozessors. Er kann 3200. 3600 verträgt er auch, hat dann noch ein paar mehr FPS, ja. Aber das ist echt auch irgendwo Resteverwertung. 3000 MHz RAM ist überhaupt nicht mein Fall. Das ist, wie gesagt, billige Komponenten um eine dicke Grafikkarte drumherum gebaut. Und er kostet 52,92 Euro bei versandkönig.de. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB, beliebiger Hersteller. Wir nehmen jetzt einfach die von Inno3D. Wir können ja die billigste nehmen, weil die lassen sich das halt auch offen. Kann sogar gut sein, dass ihr die kriegt. Vielleicht kriegt ihr auch eine EVGA oder eine MSI. Eine MSI wäre schön, aber die werden wahrscheinlich auch auf was Billiges gehen. Wobei billig nicht gleich schlecht ist. Die haben alle die gleiche Leistung. Klar, es gibt ein paar OC-Karten und so. Es ist ein anderes Kühldesign, je nachdem, was ihr bekommt. Aber grundsätzlich haben die alle die gleiche Leistung. Ist keine schlechte Grafikkarte. Danach kommt noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti. Also ist noch ein bisschen Luft. Aber ist wirklich eigentlich schon eine gute Grafikkarte für WQHD-Gaming, wenn ihr nicht alles auf Ultra ballert. Das geht schon klar. FPS-Sets dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 598 Euro bei Mindfactory. Das ist mehr als die Hälfte des Preises des ganzen PCs, oh Mann. Die SSD ist eine M.2 SSD 500 GB Kingston NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Das reicht für einen Zocker aus. 500 GB finde ich persönlich zu wenig. Bei einem 1000 Euro System kriegt man einen Terabyte hin. Wie gesagt, sie haben halt billig drumherum gebaut. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist halt schwierig. 500 GB ist weiß Gott nicht viel. Installiert er 3 AAA-Titel, ist das Ding voll. Sowas wie Red Dead Redemption oder GTA 5 und so. Das sind also AAA-Titel, also keine E-Sports-Titel, ja. Und da sind 500 GB echt schnell weg. Und die kostet 42,40 Euro bei Mindfactory. Hier steht es auch nochmal, Prozessor-Cooler ist der Original-Intel-Cooler. Für einen 11400F, wie gesagt, reicht der noch. Es wäre besser gewesen, wären sie auf was anderes gegangen. Aber wir haben jetzt den Box-Kühler mit da drin, kein Problem. Es ist vorne kein Lüfter vorinstalliert, oben auch nicht und hinten nur der eine, der da rausbläst. Also das System wird auf jeden Fall gut warm werden, vor allen Dingen mit der 3070, die ihre warme Luft einfach in diesem Case drin verteilt und nirgendwo wirklich rauskommt. Beziehungsweise frische Luft überhaupt rein. Betriebssystem ist Windows 10 Pro 64-Bit. Natürlich reicht hier auch Windows 10. Windows 11 nimmt man halt nur bei den neuen Intel-Prozessoren ab 12600K zum Beispiel, wegen den Performance- und Efficiency-Cores. Ansonsten würde ich euch auch empfehlen, bleibt erstmal bei Windows 10, habt da weniger Probleme. Wir haben jetzt hier und da Probleme auf dem Discord gehabt wegen irgendwelchen Treibern oder Spielen, die nicht laufen wollten unter Windows 11. Deswegen bleibt lieber bei den alten, bewährten Sachen, solange ihr noch nicht wechseln müsst. Ich musste jetzt wechseln wegen dem 12700K, aber ansonsten bleibt erstmal bei Windows 10. Das ist auch soweit in Ordnung, dass es mit dabei ist. Und das kostet 39,75 Euro bei SK Computer Alsdorf. Vulgard Internet Security können wir wieder wegschmeißen. Jetzt haben wir hier noch diese Besonderheit, 36 Monate Garantie und Support, das ist ganz geil, nicht selbstverständlich. Das normale ist so 2 Jahre, MIFCOM gibt auch 3 Jahre, sogar mit Pickup und Return. Hier habt ihr 6 Monate vor Ort Pickup und Return, das bedeutet einfach, passiert in den ersten 6 Monaten was, könnt ihr da eine Reparatur anfordern, DHL kommt vorbei und holt das Ding ab, ansonsten müsst ihr es danach selber zur Post bringen. Bearbeitungszeit 4-7 Werktage, das ist auch völlig im Rahmen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da sind wir beim Gesamtpreis von 1070,98 Euro. Das System soll kosten 1049,90 Euro. Das heißt, ihr seid sogar günstiger als Selbstbau. Was nicht bedeutet, dass die Kiste gut ist. Also ich habe es euch jetzt mehr als genug erläutert irgendwie. Also mehr als gut, denke ich auch. Weil es ist wirklich nur eine 3070 und es wird billig drumherum gebaut. Ein billiges Case, kann man jetzt von halten, was man möchte. Ein älterer Prozessor, ein RAM, der nicht dazu passt, eine SSD, die viel zu klein ist. Das Mainboard ist eine Katastrophe, ja, auch von den Anschlüssen her. Klar, 6x USB, einigen Leuten wird es reichen, mir wird es nicht reichen. Ich habe heute noch meinen PC abgestöpselt. Ich belege aktuell 9 USB-Ports mit all meinen Geräten hier. Also, nee, auch wenn es günstig ist, keine Frage, aber ihr werdet mit dem Ding wahrscheinlich auch Probleme kriegen. Das kann beim Netzteil anfangen, klar, es sind 700 Watt, aber es ist nur ein System Power.
Und erst recht bei der Belüftung von dem Ding. Der hat schon nur diese Seitenschlitze und es sind in der Front keine Lüfter vorinstalliert. Der macht da drin seine Wärme und bläst die hinten raus in der Hoffnung, dass von vorne vielleicht was reingesaugt wird durch den Unterdruck, wenn man das so nennen kann. Und das Bild ist halt totaler Fake mit der Wasserkühlung, der Vollbestückung vom RAM, dem Full ATX Board und was da nicht alles drin ist. Also ich würde so nicht kaufen. Vom Angebotspreis her, ja, von mir aus Resteverwertung raus damit, verstehe ich irgendwo. Lasst es lieber. Und jetzt ist mir noch so ein Punkt aufgefallen. Wenn man jetzt hier auf PC-Systeme drauf geht und geht dann zum Beispiel auf Gaming, dann scrollen wir mal so in den Preisbereich, den viele Leute interessiert. Das ist so hier ab 1350 Euro, sag ich mal, bis 1700 Euro, ja. Hier haben sie einen 10600KF drin, alter Prozessor. 5700X, ja, okay, AMD. Mir geht es jetzt hauptsächlich um die Intel-Dinger. 5600X ist auch okay. Hier haben wir wieder ein 11600K. Hier haben wir auch ein 11600KF. Hier haben wir ein 11700K. Das Lustige ist, bei AMD sind sie recht aktuell mit dem 5.6er und 5.8er Prozessoren. Hier haben sie sogar den X3D mit dabei. Aber die Intel-Systeme speziell basieren auf der vorletzten oder vorvorletzten Generation. Das heißt, mit der 12.000er-Reihe findet ihr auf die Schnelle jetzt nichts in dem Preisbereich. Gut, hier haben wir einmal ein 12.700KF, dann aber wieder ein 10.700F im gleichen Preisbereich. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ich glaube, die machen wirklich aktuell viel Resteverwertung, weil sie die Prozessoren nicht losbekommen. Dann kriegt ihr die aus den älteren Generationen, die weiß Gott nicht schlecht sind. Aber ihr bekommt für den Preis halt aus der aktuellen Generation auch schon was. Was auch noch deutlich besser ist von der Leistung her. Ich würde mir das schwer überlegen. Es gibt hier und da mal gute Angebote bei Argando. Die sind jetzt nicht abgrundtief schlecht. Man kann auch umkonfigurieren preislich. Ich habe da gerade gesehen, war es okay. Es war zumindest beim Angebots-PC so. Denk mal, die wollen, wie gesagt, die alten Komponenten raus haben. Aber ich würde es mir jetzt, so wenn ich da so durchscrolle, wirklich überlegen, ob ich da was bestellen würde. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.